Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sims 3. Wir sind wieder im Zwei-Personen-Haushalt und ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt nach ein paar Tipps, wie man die Fähigkeiten schon bei Kleinkindern fördern kann. Und entsprechend kaufe ich jetzt mal ein paar Sachen noch, und zwar einmal das Ding hier. Okay, ist ein bisschen zu knapp. Vielleicht doch eher dahin. Und wo ist die andere Sache? Das dürfte das sein. Ja. Ja, packen wir es dahin. Gut. Sind nur ein paar Kleinigkeiten, aber immerhin etwas. So, jetzt können wir auch weitermachen hier mit dem Fortlaufen sozusagen. Ja, wir haben Samstagmorgen. Ach so, ja. Gucken wir mal ein bisschen vor. Okay, sie ist immer noch voll auf begeistert, das ist schön. Obwohl, ich werde mal. Moment. Nimm sie mal raus da. Danke. Ich weiß nicht, warum der so lange geleckt hat, aber ist mir egal. Oder nicht reagiert hat, besser gesagt. Was machen wir denn da? Halten. Jawohl. Soziale Kontakte. Aha. Dreckige Umgebung. Wüsste ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Mal gucken. Ich guck mal kurz ins Inventar. Ob sie die Bücher hat oder er. Sie hat sie. Okay. Was ist das jetzt hier? Auf den Spuren der großen Meister? Aha. Naja, wenn, dann wollen wir es ein bisschen systematisch durchgehen, glaube ich. Jimmy Sprossing und Sprosslandia sagt mir jetzt so nichts. Internet oder zwingen. Ah ja, okay. Das ist das Ding. Lesen mit. Ja. Genau. Najibula. Gut, dann können die das gemeinsam lesen. Was zur Hölle treibt ihr da? Schafft ihr es heute noch? Chikimala? Naji. Okay, ich spur mal vor. Dabza hier. Nesta. Chilabi. Kiva. Chepari. So, wenn er irgendwann so weit fertig ist. Oh, da ist er. Frühstück servieren. Pfannkuchen. Der wollte gerade echt. Nee, den kannst du auch vergessen, wa? So, dann kannst du danach den Garten pflegen. Spur mal vor. Aha, Moment. Und danach kann er die Post nehmen und die Multikulti-Samen bestellen. Vorspulen. Beziehungsweise bis das hier soweit gegessen ist. Dabza hier. Nesta. Cheparila. Kriko Norwitz. Ebibana. Tili. Kile Mashtina. Nishama. Oh Mann, da wird's aber schnell müde, wa? Yaju. Tansi Vanushti. Nisharuba.
So. Moment mal, Pause. Und das war jetzt das eine Ding, glaube ich. Ach Quatsch, nicht bei ihr. Das müsste jetzt. Nee, jenseits Zwänge war es nicht. Ist es noch da? Wer ist das? Bläuliche Eier passt dran. Jenseits aller Zwänge. Ich glaube, das. Welche 200 jetzt? Keine Ahnung. Nash Tumina? Gussie Duva? Habu! Tamuchita? Yaju! Chimalaka? Stansilidu? Oh! Dabzair? Neshta! Critical Norbit? Edibana? Ili! Tansi Vanushti? Chidabidat? No mana! So. Lesen mit Lana, genau. Ja, das kannst du aber vergessen, gell? Chima, Chima, woohoo! Wo wir sehen jetzt hin? Na denn? Ja, ich weiß, ihr seid beide müde. Ist mir auch egal jetzt. Könnt ihr das zu Ende lesen und dann könnt ihr pennen gehen. Okay, sie will nicht mehr. Dann würde ich sagen, auf dem Boden füttern. Und danach ins Bett bringen. Jo. Wobei, Moment. Ich glaube. Ja, die Hygiene ist auch nicht mehr so toll. Also Windel wechseln. Und danach ins Bett bringen. So. Oi. Okay, das waren Steakpflanzen, die hinüber sind. Na gut. Aha, wenn man denen weitere Aufträge danach hebt, dann sorgen die dafür. Das ist ja prickelnd, ey. Das scheinbar aber nicht. Hallo? Ich hatte eigentlich den Auftrag gegeben, dass du die füttern sollst auf dem Boden. Ist ja nicht so schwer. So, ich weck dich so oft, wie du unbedingt brauchst. Also, das ist mir vollkommen schnurz, ey. Halt die Fresse, Junge.
So. Er kann danach dann was futtern nehmen. Wieso hat er das noch nicht gemacht? Spaghetti mit Gemüsesoße. Ist in Ordnung. Danach würde ich sagen, duschen? Obwohl, nee, Quatsch. Erstmal duschen und dann. Ja? Nugel, Chertog, Narsa. Komm klar, Junge. Yarkol, Vertuni. Was hast du eigentlich für Sorgen, Mann? Chertog, Narsa. Ups. Kommt da überall ran, was will er denn? Was für ein Vollidiot. Na gut, ist egal. Whirlpool sitzen, 250 Punkte, aha. Na gut. Mal gucken, wie wir das. Ach so, da muss ich hin. 11 Tage bis zur Alterung. Na, das ist doch hübsch. Das heißt also, das müssten wir eigentlich locker hinkriegen mit den 3 Sätzen an Büchern. Und von daher sollte es theoretisch klappen. Spuren wir da ein bisschen vor. Ach Quatsch, hier. Da. Boah, wie lange dauert denn das denn? Alter! Mach! Subakawa Deeb, Duni Herg, Targa. Danach kannst du. Ach, mach erstmal weiter hier. Das sind Steakpflanzen, die werden wir mal gleich auswechseln. Alle 9. Wow. Okay. So. Inven und Tau. Was denn hier? Mit deiner Kuscheln. Aha. Kann man reinnehmen. So. Steakpflanzen. Das sind Patties. Da sind Steaks. Okay. Mehrere Pflanzen. Genau. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Sollte reichen. Muss am Duschen. Das ist schön. Gucken, was das bringt. 35.000, na immerhin. Und bei ihr waren es, glaube ich, auch ein paar, die im Inventar rumgeschwebt sind. Okay. Jenseits aller Zwänge haben wir dann wohl schon gelesen. Und ebenso auch das. So, mal gucken. Ich weiß nicht, warum der immer wieder so hängt. Also nicht von den Frames her, sondern ehe der einen Befehl akzeptiert, dauert manchmal bis ich wie lange. Und dann haut er die gleich nacheinander raus. Das kann nicht sein. Spuren wir mal besser vor. So. Haushalt zum Essen rufen, ja. Statt das Ding. So.
kann auch was nehmen und dann. Weil wenn er da zweimal was spachtelt, dann ist er wahrscheinlich überfuttert. Das muss ja dann doch nicht sein. Junge! Ich glaube, ich klatsche hier gleich eine! Dann nimm. Ich kann doch ein Holz kriegen, Alter. Echt? Was ist mit dem Typen nicht normal? Egal. Ist mir Schnuppe jetzt. Kannst du ein bisschen üben, was das angeht, war? Das war nur sehr gut. Nicht ausgezeichnet, nicht hervorragend und auch nicht perfekt. Na gut, was soll's. So, die kleine Pente immer noch, das ist schön. Kleiner Mitternachtssnack hier. Naja, gut. Mal 1 Uhr morgens. Gut, und wenn er die jetzt gepflanzt hat, dann kann er danach in eine Koje springen. Und sie ebenfalls, sobald sie hier gegessen hat. Jo. Spuren wir mal vor. Obwohl, nee, Quatsch, bis er so weit fertig ist. Okay. Ja, das war der erste Tag. Und dann wird am kommenden Tag weitergelesen. Quasi. Jetzt kaputt. Wieso ist ihn jetzt wach? Ach so. Deswegen. Kürzeln. Ups. Kuscheln. Und Lana rauslassen. Genau. Wobei. Let's know. No. Na, sag doch mal. Ach so, geht ja gar nicht. Am Boden füttern. Genau, oder auf Boden. So. So. So, dann kann sie wieder weiter. Ach nee, Quatsch, sie ist ja nicht mehr müde. Ha! Dann weiß ich, was sie machen kann. So. Ne, das geht ja hier ja nicht. Das wäre das dann hier, glaube ich. Lesen mit. Da. Nee. Alter! Echt jetzt? Diesen da! Ey, lest ihr vielleicht heute nochmal das Scheißbuch? Die machen wir schwach. So. Wenn er dann soweit ist, kann er wieder sich um den Garten kümmern. Und dann passt das schon. Sanyalama. Chamische. Chatari. Chidabidat. No mana. Gasiduva. Habu. Ile Mashtina. Nishama. Dabzai. Eher bis dahin. Nesta. Nisharuba. Stanzili du. Moment. Dann kommt jetzt gleich noch das nächste Ding. Wo ist es? Kluges Köpfchen fängt den Wurm.
Wo steht denn das? Ach so, da. Bei Logik. Alles klar. Lesen mit. Diesen da. Niva. Wo ist denn das andere Buch? Hein? Ist das echt verschwunden oder was ist das hier? Na gut. Ach, das hat sie schon gelesen. Okay, dann würde ich sagen, lesen mit, Lana. Ja, das können wir aufhören. Dann probieren wir es damit. Okay, ich werde das mal entsprechend abhaken hier, sonst komme ich hier durcheinander. Das muss ja nicht sein. Dankeschön, das kannst du aufhören. So. Tamuchita? Yaju. Stanzili du? Scheinbar kann sie das schon alles. Niva. Chidabidat? No mana. Vashli. Makanu. Die will woanders sein. Was ist denn jetzt kaputt? Und wo ist sie vor allem? Ach so, sie ist auf dem Pott. Dum 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 dum. Yahoo! Ist immer noch auf dem Lokus? Na gut. Dum, 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 dum. Okay, das. Also die Malenbücher haben wir alle. Würde ich meinen. So, mal gucken. Sein Yalama. Jamish. Jetzt bin ich gespannt. Ne, ich glaube, das hat sie schon. Ach, das ist ärgerlich, dass das versteckt ist, ja? Also ganz ehrlich, das ist doch zum Otzen. Na gut. Sprössling, das war da glaube ich auch mit bei. Nö. Also dann würde ich sagen, wo ist denn das? Bländliche Eier und Pastrami. Ich heiße doch nicht Frank. Da. Lesen mit Lana. Genau. Gassi Duva? Habu. Halli van Ata. Gut, das haken wir gleich mal ab. Makanu! Ist mir egal, ob das da rumpiept oder nicht. Nashibala. Nagel. Adibana? Kusastika. Tili. Stanzili du? Aha, da funktioniert es wieder. Also mit Logik haben sie schon alles durch. Das ist schön. Dann kann ich das mit der Logik gleich mal da hinpacken. Ins Regal. So.
Wieso sind denn das von den anderen nur drei? Also irgendwie... Was sind das denn? Warum hat das nicht keine Dreiecke? Mit den Fingern zählen, Moment. No mana. Prickle Norbit. Gussi Duva. Ach so, war das. Okay. Okay, spuren wir vor. Ich glaube, er braucht noch ein bisschen länger. Also machen wir das da. Ui. Ich hab gerade was gesehen. Eine Frage des Ansporns. Der Trainer im Fitnessstudio behauptet, dass gute Athleten wissen, wie sie sich selbst überwinden können, um das Beste aus sich herauszuholen und ihre körperliche Fitness zu verbessern. Verwende beim nächsten Training die Option Selbstansporn, um zu sehen, um zu sehen, was du alles schaffen kannst. Muskelkater und bessere athletische Fähigkeiten nicht ausgeschlossen. Warum nicht? So. Moment. Das war jetzt das Ding. Lesen mit Lana. So. Nee, kannst du knicken. Oh, noch geht's hier ganz gut. Das ist jetzt, welches Buch gewesen? Das war das, also Bericht eines Zwergs, also ist das andere gerade in Verwendung. Ich glaube, mehr werden wir heute nicht packen. Wer jammert denn hier? So, dann würde ich sagen, auf dem Boden füttern. Ja. Und danach kann sie tatsächlich noch was lesen. Nee, Quatsch. Hier ist es ja. Oh, Hygiene ist auch nicht mehr so pralle. Na gut. Lassen wir es mal laufen. Könnte man jetzt auch falsch verstehen, ne? Was ist denn das? Kann geerntet werden, besonders. Wieso ist denn der so dunkel? Egal. Ja, ist klar, dass die Hygiene am Ende ist. Knoblauchpflanze. Die werden wir mal auch entsprechend dann in Ordnung bringen. Wo wir sie jetzt hin? Chatten. Aha. Okay, spuren wir vor, bis er fertig ist hier. Oh, Sart, tasch du! Halt die Fresse, Junge. Sonst bufft das hier. Wieso hast du den Baum näher gemacht hier? Geht's dir noch danke oder was? Aha, die Kleine pennt mittlerweile schon wieder. Okay. Sie jetzt auch. Aber bevor ich dich pennen schicke, machen wir noch was anderes. Und zwar: Die Knoblauchpflanzen wirst du noch ersetzen. Da. Okay. Eins, zwei.
3, 4, 5, 6, 7. Gut. Ansonsten würde ich sagen, war es das dann wieder. Warte mal, Knoblauch, war das nicht das hier oben? Ja. Hübsch. Mehr Pflanzen, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Suppi. Okay. Dann mach das mal. Danach kannst du duschen gehen. Danach geht's in die Koje. Und dann würde ich sagen, ist das Wochenende gelaufen. Und der spinnt schon wieder. Oh, das wird bestimmt ordentlich. Ja, doch. Ja, 9700 ist in Ordnung. Wenn der Computer mal ausschlafen würde dabei. Wie lange der immer braucht, um das zu verscherbeln, ist doch echt sagenhaft. So wie dem, ja, ja, können wir schauen. So, naja, wird doch. Ich hatte eigentlich alle dahin gezogen, danke. Ja. Ach Quatsch. Nicht die Multikulti-Pflanzen, sondern die Äpfel schon. Wird nicht Platz. Wird nicht Platz, das ist aber schade. So. Die werden bestimmt ordentlich bringen, ja, 33.000, immerhin. Gut. So. Und jetzt zum Schuss des Knoblauch. Suppi. So, was haben wir hier? Ui, da ist auch einiges. Okay. So. Wir sind da ja auch schon über 2 Millionen Sieg gerade. Krasse Sache. Na gut, durch die ganzen Geldbäume können wir das kompensieren, was die anderen eben was war denn das jetzt? Total bloß ein Einzelner, aber. Ja. Was die anderen durch ihren Gesamtverdienst, weil ja mehr Personen sind, bekommen, das kriegen die eben durch mehr Geldbäume wieder rein. Also mittlerweile sind das hier schon gute Millionäre. Ja. Das ist doch nicht schlecht. Gut. Ansonsten war es für diese Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und sie euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wären die natürlich auch toll. Und ansonsten wäre es schön, wenn wir uns in der... Was ist denn das? Nächsten Folge wollte ich gerade sagen, wiedersehen. Beziehungsweise, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ich habe keine Ahnung, wo der gerade gelandet ist. Also hier drin offensichtlich nicht. Was soll der Quatsch? Ach, da ist er. Na gut, dann hauen wir die da hin. 2, 3. Obwohl, rein theoretisch können sie die eigentlich alle pflanzen. Aber da er sich um den Garten gerade kümmert, weil sie eben, wie soll ich sagen, weil sie sich um Lana kümmert,
Was soll denn der Quatsch jetzt? Warum sind die einzeln? Haben wir das jetzt? Gut. Ja, das soll es gewesen sein. Und ich sag dann mal Tschüss für heute.